Mein Name ist Brandschen Roland. Ich bin 58-jährig, bin verheiratet, habe 2 Kinder. Von Beruf bin ich Hochbauzeichner und Projektleiter. Der Grund für meine Kandidatur ist der, dass mir das Wohlergehen von St. Niklas am Herzen liegt. Mit Einsatz, Arbeit und der Erfahrung von den letzten 4 Jahren will ich zum Wohlergehen und zur Weiterentwicklung von Isch und Dorf etwas beitragen. In dem Sinne möchte ich mich für Ihre Unterstützung am 18. Oktober zum Voraus bedanken. Mit Isch in die Zukunft. Petrita Grüber, 35 Jahre alt, ledig, kommt von St. Niklas. Arbeite in Zeraro bei der Manfred Kinasch Medizintechnik AG als Sachbearbeiterin im Kundendienst. Es wäre für mich eine Ehre, für das Wohl von der Bevölkerung zu arbeiten. Und danke euch schon jetzt für eure Unterstützung. Ich bin der Binne Dominik, bin 35 Jahre alt, ledig und wohne in St. Niklas. Ich bin gelehrter Elektroingenieur FH und arbeite mittlerweile seit über 10 Jahren als Projektleiter im Bereich Energie, Elektro- und Rettungstechnik. Ich bin bereit, mich in meine Zeit für die Gemeinde zur Verfügung zu stellen und bin überzeugt, dass ich vor allem im Bereich Energie und Umwelt der Gemeinde einiges bewegen kann. Auch jetzt bin ich glücklich und mit einem hohen Luxusstandard der Fünfachs. Dafür bin ich sehr dankbar und würde auf diesem Weg gerne einen Beitrag zur Gemeinde leisten. Danke im Voraus für die Unterstützung. Ich heiße Barbara Imbodum, wohne in der Herbrig, bin 41-Jährige, bin verheiratet und Mama von 2 Kindern. Mittlerweile arbeite ich Teilzeit in einem Architekturbüro. Ich bin bereit, mich für das Dorf einzusetzen, faire Sachpolitik zu betreiben und mein Bestes für unsere Gemeinde zu machen. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin der Imbod Nicola, bin 35-Jähriger, glücklich verheiratet und Vater von einem 1,5-jährigen Bursch. Arbeite ich bei der Erzermatt als Einsatzleiter. Seit 2017 bin ich Gemeinderat und seit dem Oktober 2018 Vizepräsident der Gemeinde St. Niklas. Öffentlichkeitsarbeit heisst für mich auch, für die Bevölkerung da zu sein und die Rückmeldungen vom Volk ernst zu nehmen. Ich arbeite mit frei, zusammen mit einem motivierten Gemeinderat weiter für unser ganzes Dorf. Und unterstützt nicht euch und stimmt am 18. Oktober für die Liste von der CVP St. Niklas, Herbrigo und Baselier. Mit euch in die Zukunft.